Einem gesunden jungen Mann bleibt plötzlich die Luft weg. Eine Neurodermitis-Patientin klagt über unerträgliche Symptome. Harmlose Pflanzen können zu tödlichen Gefahren werden. Ich will wissen, warum nehmen Allergien zu und welche Rolle spielt dabei die Klimakrise? Hallo, willkommen in Augsburg. Ich bin Eckart von Hirschhausen, Arzt, Wissenschaftsjournalist und Gründer der Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen. Ich bin heute hier in Augsburg unterwegs, denn hier gibt es ein Zentrum, was es sonst in Deutschland nicht gibt. Denn hier werden nicht nur Menschen untersucht, sondern auch die Umwelt. Oben auf dem Dach treffe ich die Chefin. Hallo Claudia. Hallo Eckart. Professorin Claudia Treidel-Hoffmann, eine der wichtigsten Umweltmedizinerin dieses Landes. Was kann dieses Gerät hier? Dieses Gerät kann Pollen zählen. Und zwar so genau, dass es nicht nur Pollen zählen kann, sondern auch noch sagen kann, wie der Pollen heißt. Und das Ganze auch noch online. Genau, jetzt zieht er gerade an. Also jetzt zieht er gerade die Pollen an. Ja? Und die kommen dann auf so ein Plättchen, kleben dann da fest und dann wird es von der Kamera fotografiert. Und dann auch erkannt. Also das ist das, was er jetzt macht. Das heißt also, das dauert jetzt ein bisschen er saugt, wie so ein Staubsauger. Und wenn er dann aufgehört hat zu saugen, dann verstehen wir uns wieder besser. Klingt aber auch so ein bisschen asthmatisch, das Gerät. Das Praktische an einer Hightech-Pollenfalle auf dem Dach. Jetzt wissen die Augsburger Umweltmedizinerinnen immer in Echtzeit, welche Pollen gerade in welchen Mengen fliegen. Für sich betrachtet sind Pollen eigentlich ganz hübsch. Doch der Anblick täuscht. In großen Mengen können Pollen an den Schleimhäuten Entzündungen auslösen. Sehr kleine Pollen kommen sogar besonders tief in die Lunge. Die Menge an Menschen, die wirklich heftig allergisch reagieren, die steigt ja. Warum? Das hat natürlich viele Ursachen. Aber wie viel haben wir denn? 40% Allergiker in Deutschland und Tendenz steigend. Und Pollen sind wirklich die Hauptauslöser. Warum? Einmal wirkt natürlich die Umwelt auf die Pollen, macht die aggressiver, macht die stärker. Und auf der anderen Seite ist auch der Lebensstil, den wir haben, macht uns einfach immer empfänglicher für Allergien. Schadstoffe spielen da eine ganz große Rolle. Und zwar Schadstoffe machen die Haut undicht. Und erst durch diese undichte Haut können erst Allergene durchdringen, Eiweiße, die dann das Immunsystem erst in Richtung Allergien drücken. Früher gab es so Pollenkalender, da war klar, von da bis da fliegt das und das. Warum ist die Natur so aus dem Takt, dass es gar keine klaren, definierten Pausen mehr gibt? Ja, das kommt durch den Klimawandel. Tatsächlich durch die Erwärmung sehen wir im Prinzip das ganze Jahr Pollen. Vorher hatten wir wirklich eine Pollensaison. Jetzt fliegt der Pollen immer früher im Jahr und fliegt immer auch später ins Jahr hinein, sodass wir im Prinzip keinen Tag mehr im Jahr haben, wo kein Pollen fliegt. Und dann ist ein ganz wichtiger Punkt auch, wir haben auch neue Pollen. Ja? Wir haben zum Beispiel das beifußblättrige Traubenkraut. Nachsagen? Ambrosia. Sehr gut. Genau, das ist ein neuer Pollen, den wir haben. Eine neue Pflanze, eine invasive Pflanze, die wächst überall da, wo sonst nichts mehr wächst. Und auch ganz aggressiv und macht schweres Asthma. Soweit die Zusammenhänge. Aber was heißt das konkret für die Patientinnen und Patienten? Benedikt wird mir gleich seine Allergiegeschichte erzählen. Den ambitionierten Radsportler hat es auf einer Tour kurz vor einem Gewitter erwischt. Benedikt, Sie machen auf mich erstmal einen sehr trainierten, sehr gesunden Eindruck. Was kann denn ein Mann in der Blüte umhauen? Ja, wir waren letztes Jahr nochmal bei einer Radeltour unterwegs und da hat es ziemlich dunkelgraue Wolken gehabt, dementsprechend sind wir unterwegs gewesen, etwas zügiger nach Hause zu kommen und dann habe ich so an mir runtergeschaut, Arme angeschaut, immer okay, ziemlich rote Haut, es hat gejuckt ich habe es halt auch einfach gemerkt, ich habe einfach nicht mehr so einerseits den Juckreiz und andererseits nicht mehr so die Power gehabt, einen Berg hoch zum Radeln. Was Sie hier beschreiben, Benedikt, ist eben so eine Vorstufe vom Thunderstorm-Asthma, vom Gewitter-Asthma. Und das betrifft gerade Gesunde. Also wirklich aus dem Nichts kann das kommen. Ja. Ja. Und was hat das mit dem Gewitter zu tun? Durch das Gewitter platzen Pollen auf und werden in kleine Partikel aufgespalten. Und die gehen dann in tiefere Lungenabschnitte rein und können da eine massive Entzündung machen. Und das ist wahrscheinlich genau das, was bei Ihnen passiert ist. Ja. Und durch das Krampfen der Lungenbläschen
kann man nicht mehr atmen. Und dann kommt es wirklich dazu, dass die Menschen auch im schlimmsten Fall sogar daran sterben können, am Status Asthmaticus. Claudia Treidel-Hoffmann und ihr Team führen im Augsburger Zentrum für Klimaresilienz das aktuell wichtigste Wissen über Klimakrise und Gesundheit zusammen. Hier wird Pionierarbeit geleistet. Was das Ganze so komplex macht: Wir atmen ja nicht immer nur einen Schadstoff auf einmal ein, sondern immer eine ganze Kombination. Jetzt ist hier gerade ein Verbrenner vorbeigefahren. Es schwebt hier irgendwo so ein Rußteilchen. Was kommt da noch da oben drauf? Das Rußteilchen ist besetzt mit sogenannten flüchtigen organischen Substanzen. Ja, da sind auch andere Chemikalien auf diesem Rußteilchen obendrauf. Und dann dieses Rußteilchen, das kann sich sogar noch an einen Pollen dran setzen und den Pollen aktivieren und den Pollen auch noch aggressiver machen. Also das, was wirklich uns krank macht, sind Substanzen aus Verbrennungsprozessen. Das heißt, wenn wir diese Verbrennungsprozesse stoppen, auf vielen Ebenen, im Straßenverkehr, aber natürlich auch in den Industrien, wenn wir das reduzieren, dann haben wir eine doppelte Gewinnsituation für unsere Gesundheit und eben auch für die Umwelt. Auch beim Thema Allergie bedeutet Klimaschutz immer Gesundheitsschutz. Bei Erika war es nicht die Lunge, sondern die Haut, die allergisch reagierte. Sie hatte als Kind und wieder nach den Wechseljahren Neurodermitis. Erika, wie wohl fühlen Sie sich in Ihrer Haut? Im Moment sehr gut. Das war nicht immer so? Nein, das war zum Teil am ganzen Körper. Im Sommer schlimmer wie im Winter, weil die Wärme dazukommen ist. Meine Haut war, wie wenn sie sich verbrannt haben und sie geben Feuer drauf. Boah. Also ja. So ein Gefühl, sie haben manchmal gedacht, einschlafen und in der Früh nicht mehr aufwachen. Oh. Also Neurodermitis ist eine Erkrankung, die schon in den Genen festgeschrieben ist, aber... Man hat eine Veranlagung dazu. Genau, man hat eine Veranlagung, aber Umweltfaktoren triggern das. Und wir wissen eben, je näher ein Kind an einer befahrenen Straße lebt, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Kind eine Neurodermitis entwickelt. Und wir wissen auch warum, weil nämlich diese Schadstoffe die Barriere stören. Du kannst es vorstellen wie so eine Mauer, da ist Zement zwischen den Steinen und dieser Zement, der wird reduziert durch diese ganzen Schadstoffe. Ja? Die wird löchrig, die Haut wird löchrig und dadurch entsteht eine Neurodermitis. Und insofern hängen Schadstoffe und Neurodermitis ganz eng zusammen. Immer mehr Schadstoffe und Pollen in der Luft. Schon heute ist das ein Riesenproblem. Und die Allergiegefahr wird künftig eher größer als kleiner, wenn wir nicht endlich gegensteuern und uns als Teil des Planeten begreifen, der als Ganzes gesund bleiben muss. Auch Claudia Treidel-Hoffmann arbeitet intensiv daran, diese Zusammenhänge immer besser zu verstehen und bekannter zu machen. Nun sind wir als Ärzte und Ärzte so ausgebildet worden, uns um den Patienten zu kümmern, der direkt vor uns ist. Wenn ich dir zuhöre und planetare Gesundheit und Umweltmedizin ernst nehme, muss es doch eigentlich dazu führen, dass Ärzte und Ärzte viel mehr auch auf die großen Hebel in der Politik, in der Energieerzeugung, in der Landwirtschaft, in der Mobilität drängeln. Müssen wir als Ärzte und Ärzte politischer werden? Müssen wir lauter werden? Unser Alltag ist so voll, sodass wir auch manchmal gar nicht die Zeit dazu haben. Wir müssen uns diese Zeit nehmen, weil man uns Weißkitteln eben doch auch glaubt. Das heißt also, wenn ich dir jetzt sage, man, jetzt bist du auch Arzt, aber gut, du weißt es auch, aber wenn ich jetzt der Bevölkerung sage, Klimawandel macht krank, Umweltverschmutzung macht krank, dann glaubt man uns und dann ist eben auch der Weg zur Aktion hoffentlich nicht mehr so ein langer. Der Lancet Climate Countdown, eine der wichtigsten internationalen Publikationen, sagt es sehr, sehr klar, no one remains untouched. Jeder und jede Person auf dieser Erde wird früher oder später von den gesundheitlichen Auswirkungen der Klimakrise bedroht. Und immer noch wissen das nicht alle und wir, die es wissen, werden nicht gehört. Was macht das mit dir? Ist dieses Gefühl, so eine Verantwortung zu haben, so ein Wissen und ja, gleichzeitig ist die Zeit so verdammt knapp. Es macht mich zum Teil traurig, es macht mich aber auch wütend, ja, manchmal auch mutlos. Wir müssen immer noch mehr werden, wir müssen noch lauter werden, damit die Menschen reagieren, weil diese Erde ist so schön, wir müssen sie einfach nur erhalten für uns. Und die Nächsten. Genau. Kein Schlusswort, eine Schlussumarmung. Claudia, zwei sind wir schon und noch viel mehr. Sehr gut.
Musik.